Hallo Leute und herzlich willkommen zurück mal wieder zu einem weiteren Part hier in Sonic Forces. Ja, im letzten Part war viel los. Wir haben mal wieder ein zweites Mal gegen Infinite gekämpft und Eggman war auch wieder mit dabei gewesen. Also der Part ist schon wieder eine Woche her. Ich kann mich selbst schon gar nicht mehr daran erinnern, was wir alles gemacht haben. Aber nur machen wir jetzt erstmal weiter hier in Level 18, käme geplant. So eine große Welle lief gut. Aber als dieser Phantomrubin zum Einsatz kam, ging alles schief. Dieser falsche Shadow wurde mit Hilfe des Phantomrubins erschaffen, richtig? Selbst als virtuelle Kopie ist er genauso stark wie der echte Shadow. Rouge, hast du die Informationen, die ich brauche? Nein, noch nicht. Aber Berichten zufolge befindet Dr. Eggmans Datenbank sich im Chemiewerk. Shadows Stimme klingt wie Zarbok, also behindert. Da passt die Stimme eher zu Zarbok, aber nicht zu Shadow behaupten. Also komplett reingeschissen. Aber Rouge klingt, naja, interessant. Irgendwie so in der Art. Keine Ahnung, ich kann mit den beiden nichts anfangen. Wenn wir dorthin gehen, finden wir vielleicht etwas. Das klingt vielversprechend. Wir müssen herausfinden, was es mit Infinites macht und dieser virtuellen Realität auf sich hat. Tails, kannst du dich darum kümmern? Klar, ich gehe mit Sonic. Ich meine, anderen. Zum Chemiewerk. Und den Classic Sonic. Naja, geht dann. Auf geht's. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Man bemerke hier übrigens meine Kleidung hier. Wenn es jemand bemerkt, dann ab in die Comments damit. Das war auch keine Absicht, sondern ja, einfach mal so, ich hatte mal Bock drauf. Das Gebiet ist ganz schön groß. Die Suche könnte also etwas dauern. Kannst du ja ruhig Zeit lassen, ist auch kein Wunder. Also ich muss erstmal hochkommen, warte mal, andere Richtung. Okay, gut. Aber bis jetzt hat so einen leichten ähnlichen Aufbau wie der Level aus Classic Sonic, also aus Sonic Generation, so ein kleines bisschen so. Also nicht genau ein Aufbau, sondern so vom Aussehen her. So ein bisschen. Ah. Plattform-Jump irgendwie. Weißt du was, ist gerade ein bisschen. Ah, okay, das war jetzt ein bisschen knapp. Ich habe jetzt zwar nicht alle. Ich wollte doch nur. Hä? Ich glaube, Spin Dash nennt man das, oder? Ich kenne mich jetzt nicht so genau aus. Also, so und dann halt Vollspeed. Na, ich warte mal lieber. Ah, wobei. Na, ich habe es einfach mal so gemacht. Gut. Komme ich jetzt mal hier hoch, weil ich habe es gerade nicht so gebacken bekommen. Okay, gut. Soweit so gut. Der kann ja keinen Verfolgungsangriff ausführen. Ist ein bisschen schade, aber naja. Muss halt ein bisschen Classic sein, halt. Natürlich, ne? Ist ja klar. Aber so weit, so gut, irgendwie. Aber der Hintergrund sieht schon ziemlich nice aus, irgendwie, würde ich mal sagen, ne? Warum werde ich langsamer? Das war irgendwie gerade ein bisschen komisch, aber okay. Ja gut, weiter unten, weiter. Okay. Es gab noch keinen Checkpoint. Ich darf alles von vorne anfangen. Was ist das für ein Scheiß? Ist ja richtig bescheuert. Warum gab es noch keinen Checkpoint? Was ist denn das für ein Mist? Och Mann. Komm schon. Wenn es geht, ein bisschen schneller. Und den Ring muss ich auch nochmal einsammeln. Och nee, ey. Ich krieg jetzt schon wieder die Krise. Da, mehr will ich gar nicht machen. Hat aber nichts gebracht. Verdammt. Nee, okay. Nee. Wow. Nicht so schnell hier. Das war jetzt irgendwie nicht so geil. Na, damit habe ich nicht gerechnet. Das ging irgendwie, keine Ahnung. Ein bisschen komisch. Gleich müsste ja die Passage nochmal kommen. Da gehe ich am besten jetzt noch. Nee. Ah, gleich. Nicht jetzt. Nee. Okay, jetzt. Boah. Aber ich wäre jetzt schon wieder fast gestorben, ne? Aber der Tod war so unnötig.
Der war so unnötig. Aber ja, gut, ne? Ja, was jetzt? Achso. Ne, der. Alter. Manchmal ist die Steuerung ein bisschen komisch. Und hier, also diese Chemie-Wasser-Zeugs da hier. Ja, nochmal ganz kurz. Okay, jetzt aber. Ah, ich mag solche unter Wasser nicht. Solche zur Hälfte oder ganz solche Unterwasser-Level. Da ist man zu lange dann drinne, dann ist man kurz vorm Abnippeln. Dann braucht man so eine komische Luftblase. Ja, wie jetzt gerade eben jetzt zum Beispiel. Sowas mag ich nämlich nicht so genau. Und darf ich auch hoch oder so? Geht das irgendwie? Okay, gut, dankeschön. Ah, verdammt. Egal, dann halt nicht. Egal. Unverwundbar. Na, okay, den hole ich mir jetzt. Komm. Der ist nicht so schwer. So. Ich bin ja sowieso unverwundbar, da hätte ich einfach durchlaufen können. Na nee, egal. Hier haben wir noch eine Blase. Och nö. Ja, und jetzt? Achso, ich kann auf der einen... Jetzt schon, ist es euer Ernst? Ja komm, ich brauche eine Blase, dankeschön. Hat das noch ein... Okay, den hole ich mir jetzt einfach mal. Weil wie gesagt, wenn es leichte Ringe sind, dann ja, dann ja. Oder wenn welche auf dem Weg sind, dann hole ich es mir gerne. Aber wie gesagt, alle sammle ich nicht ein. Das habe ich ja oft genug ja erwähnt. Und ich möchte mich jetzt auch nicht an dieser Stelle wiederholen. Aber soweit so gut. Bis jetzt bin ich auch nur einmal gestorben. Also das ist gar nicht mal so scheiße. Na, schon wieder. Hey, da war ich doch gerade eben erst. Ah, ne, es wird ein anderer Aufbau. Okay, gut. War zum Glück nicht so scheiße. Ah, wir überspringen. Okay, bleib beim Beben. Naja, gut, egal. So, was haben wir jetzt so Schönes bekommen? Irgendwas. Wieder so eine Gamer-Kappe. Hab ich doch schon, hä? Hey? Das sieht schon cool aus. Naja, das geht so. Na gut. Mal schauen, wie es jetzt so weitergeht. Hier ist die Datenbank also. Warte kurz, während ich auf die Daten dieses Rechners zugreife. Okay. Fehlgeschlagene Schlachtpläne, alte Roboterdesigns. Wow, 10 Terabytes an Selfies. Aber wo sind nur die... Okay. Virtuelle Realitätwaffe. Der Phantom-Rubin. Nice. Eine Waffe, die die visuelle und Tiefenwahrnehmung kontrolliert, dem Gehirn falsche Informationen schickt und so für Opfer eine neue Realität erschafft. Wie, als ob man einen blauen Fleck bekommt, wenn man sich im Traum stößt? Unglaublich! Dr. Eggman hat mit verschiedenen Prototypen experimentiert und dann die finale Version bei Infinite eingesetzt. Wenn ich das richtig verstehe, hat die Technologie eine Schwäche. Das ist genial! Das muss ich gleich den anderen sagen. Da haben wir ja wieder ein paar neue Informationen. Auch wieder so eine SOS. Ach Mann. Wenn ich das wieder versuche, dann verkacke ich das eh irgendwie nochmal, habe ich so das Gefühl. Deswegen machen wir lieber gleich weiter. Ich sitze nicht gern herum, aber es gibt nichts zu tun, bis Tails zurück ist. Zu früh gesprochen. Metal Sonic wurde in der Stadt gesehen. Noch eine Kopie? Ach komm, Shadow, halt die Klappe, ey. Die Synchro passt nicht zu dir, die ist scheiße. Warum eine Kopie von etwas machen, was sowieso nicht echt ist? Warum nicht einfach mehr bauen? Wie auch immer, der gehört zerstört. Auf geht's, Partner. Let's go, cool. Wieder mit beiden, alles nice. Red Gate Bridge, okay. In the city. Red Gate Bridge.
Ja, die sieht ja fast genauso aus wie diese eine andere Brücke aus. Oder andere Stadt, die mir gerade nicht einfällt. Das sah zumindest fast so aus. Ja. Metal Sonic wurde dort gesehen. Seltsam, ich sehe ihn nirgendwo. Der kommt bestimmt zum Schluss, genau wie Shadow. Na geil. Okay. Jo. Also scheiße. Ah, verdammt, da habe ich jetzt nicht so genau drauf geachtet. Ah, scheiße. War das jetzt normale Wisp? Ja, das war normale. Nee. Da ist er ja schon. Ist aber nur so eine Art Kopie von Infinite. Könnte man jetzt gerade sogar schon sehen. Warte mal, wie war nochmal Turbo? Achso, hier mit Y. Da war der Asteroid sogar. Toll. Da war ein Ring. Noch ein Ring? Hä? Warum gleich mehrere Ringe auf einmal? Ja komm, darf ich nochmal treffen oder so? Nee, der ist zu groß, kann das sein? Ja, das ist nur so eine Kopie. Ja, wie soll ich denn den dann treffen? Ne, gerade eben habe ich ihn getroffen. Und nochmal. Aber wenig Schaden, ne? Wenig Schaden. Bisschen zu wenig. Warum habe ich so viele Ringe gleich auf einmal vorhin bekommen auf der Straße? Sieht das nur so aus oder ist der irgendwie voll groß geworden? Ist zwar nur eine Kopie von Infinite, aber nur so mal als Frage. Ich hätte auch so machen können, das wäre etwas leichter gewesen. Na kommt schon. Diese kleinen Roboter-Viecher, ey. Ich will einfach nur ihn treffen. Sogar dreimal hintereinander. Na das macht auf jeden Fall Sinn. Hat sich jetzt irgendwas geändert an seiner Angriffsform? Ah, die kommen mir sogar schon bekannt vor gerade. Kannst du euch gerne nochmal machen. Ja, wobei. Machen wir es am besten so. So geht's einfacher. Und so wie es aussieht, müssen wir noch einmal draufhauen. Vielleicht. Mal schauen. Aber wie ist es bis jetzt momentan übelst leicht? Ey, was ist denn das hier? Ah, Kacke. Da geht's vielleicht noch enger. Okay, gut, jetzt kann ich wieder durchwaschen. Ah, noch ein bisschen. Oh! Geil! Aber andere Musik, voll schade. Irgendwie voll schade, wäre irgendwie cooler gewesen. Naja. Jetzt haben wir Metal Sonic besiegt. Auch wenn es nur eine Fake-Kopie war, aber egal. Richtig nice auf jeden Fall wieder. Ah, bleibt aber beim A. Naja, gut. Besser als nichts natürlich. Und ich sehe richtig scheiße aus an der Cam, weil es zu hell ist. Egal, ich belasse es einfach so. Eine Donald Trump-Fisur oder was? Okay. Naja, geht so. Sammeln insgesamt 25 rote Sternenringe. Eine einzelne Mission oder was? Extra Level freigeschaltet, du kannst jetzt Flugkapsel spielen. Flugkapsel? Hey, wir waren toll! Wie eine gut geölte Maschine! Ah, wieder eine Cutscene am Start. Okay, hätte ich das jetzt gewusst, dass das nur so eine kurze war, hätte ich sein können. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr wieder hier dabei. Ach, da oben ist es auch schon. Wieder Geheimlevel 2 schon wieder.
Mein Gott. Geheimnis Level freigeschaltet. Du kannst jetzt Verschwinde Feld 1 spielen. Okay. Ah ja, das machen wir dann noch. Hier ist ein Extra. Machen wir mal das Geheimlevel und dann das Extra 1. Mal schauen, ob ich das in der Schnelle noch gebacken kriege. Machen wir das mal. Verschwinde Feld 1. Okay, von der Vorschau her, also von dem Bild, irgendwelche Plattformen, die ab und zu verschwinden oder so? Keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Mal schauen. Wieder nur mit Sonic. Okay. Hey, ich kann doch nicht mal so drüber springen, also von diesen Plattformen, also so von unten nach oben so. Als wäre da keine Wand dazwischen bei den Plattformen, so ungefähr meine ich das. Okay, das ist, naja, es ist machbar, es ist nur ein bisschen scheiße. Ja, man kann dann nämlich hier nicht drüber springen, deswegen. Doch. Warum hat es vorhin dann nicht funktioniert? Egal, ist wahrscheinlich nur wieder so ein kurzes Level wie das erste wahrscheinlich. Okay, das geht noch. Das ist auf jeden Fall noch machbar. Ja, schon geschafft auf jeden Fall. Einwandfreie Spitze hier, ne? Komm, es ist drinne. Ja, wunderbar. War ja nicht so besonders schwer, als im Teuer. So, wieder so ein Blitz mit irgendwelchen Dingern noch dabei. Nicht was Extras dazu, wie, keine Ahnung, Level in S-Rang geschafft und so. Okay, manchmal ja, manchmal nee. Irgendwie halt auch immer. Wieder SOS, ach nee, ne. Ich habe die letzte SOS-Level überhaupt nicht gebacken bekommen. Machen wir mal das Extra 1, Flugkapsel. Ich bin mal gespannt, was das ist. Wofür das ist, weiß ich gerade gar nicht. Es war einfach da und ja, einfach so. Vielleicht mehr ein Territorium freigeschaltet? Keine Ahnung. Nee, es ist auf jeden Fall nicht genau das allererste Level, nur ein bisschen anders. Ich wollte eine Stampfattacke machen, aber ich habe es gerade irgendwie nicht so richtig gebacken bekommen. Nein. Oh, ich mag den nicht. Bläh. Okay. Hä? Warum so schnell? Ich wollte dann nur nach oben. Hä, was war denn das für ein Scheiß? Wie ging nochmal die Stamp? Okay. Konnte man nicht hier auch so Dings machen? Hä? Konnte man keine Wandsprünge irgendwie machen? Nö. Falls ja, habe ich gerade keinen Plan, wie das geht. Was ist denn das? Das ist viel zu still. Ich komme noch nicht mal nach oben. Was ist denn das für ein Scheiß? Ach komm, ey, am Arsch. Was soll denn das, Mann? Ey, das fuckt mich gerade so hart ab. Ich gebe auch gleich auf, ne? Mir reicht's. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich komme nicht richtig nach oben. Diese scheiß komischen Spassis fuckt mich ab mit ihren Kackstachelbomben da. Ich komme nicht richtig hoch. Okay, gut. Meine Fresse, ey. War ja gerade mal so richtig belastend, ey. Deswegen heißt es auch Flugkapsel, diese dreckigen da. Und wie komme ich jetzt nach oben? Dankeschön für nichts. Alter, fuck mich nicht ab. Ja, jetzt habe ich noch nicht mal einen Ring und bin tot. Was ist denn das für ein Scheißdreck, Mann?
Was soll denn das? Dreckslevel, ach komm, am Arsch, ey. Fuck. Fuck mich nicht ab, Alter. Geh da hoch, Mann. Das hat nichts gebracht. Plattform rumgejumpe, was asozial ist, gerade beim Sonic Game, ey. Warum macht man so einen Scheiß überhaupt? Plattform rumgejumpe bei Sonic Games sind absolute Scheiße, Mann. Fickt euch, Alter. Wenn man wird jetzt richtig soldi, Alter, ey. Sollner Scheiß auch hier. Warum muss man so einen Scheiß machen? Verpiss dich! Alter, meine Fresse, ey! Jetzt mache ich nichts mehr. Jetzt habe ich wieder eine Woche Zeit, um die nächste Folge rauszubringen. Beziehungsweise den nächsten Part, ist ja keine Serie. Alter, meine Fresse, ey. Ja, schön. Danke. Danke ebenso. Irgendwie halt so. Ja gut, ne? Wo geht's denn jetzt eigentlich überhaupt weiter? Ach, da geht's dann, okay. Dann machen wir im nächsten Part Level 20 weiter. Ich pack schon mal meinen Pro-Controller zur Seite. Dann würde ich sagen, wenn es euch trotzdem gefallen hat, das war richtig asozial zum Schluss gewesen, man. Ich könnte schon wieder ausrasten, ich lasse es, ey. War schon wieder genug Freude. Aber ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und würde ich sagen, bis zu einer meiner Partien in Sonic Forces. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut.